Stream, so, das geht schon. So, ich filme kurz erstmal, hier bin ich nur drauf. So, erstmal, ja, wir sind wieder, halt, wie geht denn das? So, Warte! ist besser. Genau. Also, wir sind gerade wieder live drauf. Wir sind hier in Leonberg beim ersten Laden und haben jetzt hier den Valerian getroffen. Ist das richtig Ja, ausgedrückt? Ja, hi. genau. Und wollen mit ihm natürlich das Quiz starten. Gegen Erik, wie mir gerade einfällt, habe ich auch meine Quizzettel noch im Auto liegen. Und da sind drei mit vor Ort. Also ja, für euch nochmal gerade frisch mit dazu gekommen. Wir sind hier beim ersten Laden Leonberg, wie ihr seht. Hier kommen gerade die nächsten an. Und wir wollen jetzt hier das Quiz starten mit Valerian gegen Erik. Und da hole ich mal meine Quizzettel noch aus dem Auto. Wir haben hier schlechtes Wetter gerade. Regnet es noch? Nein. Nein, es hat aufgehört zu regnen. Wir haben gutes Wetter. Und deswegen kann ich den Schirm einpacken, da habe ich wieder eine Hand frei. Also, gleich geht's los. Dann schauen wir noch mal zu meinen Quizzetteln. Ich bin der Quizmaster. Erik weiß natürlich nicht die Fragen. Und wollen wir mal loslegen? Dann suche ich mir mal was Schönes raus. Kennst du dich so Tesla E-Canball-mäßig aus mit Uwe und sowas? Dann was Allgemeines Elektrotechnisches. Suche ich mal noch was anderes. Suche ich mal was anderes. Okay, der hat auch noch Ahnung von Software. Okay, hat Ahnung von Software. Naja, gut, mal sehen, was haben wir hier noch? Das weiß alles, Erik, verdammt. Okay. Nehmen wir mal den. Okay, also ich habe hier mal zwei Fragen, schauen wir mal. Ja, so, Quizmaster bereit. Ich schalte mal die Kamera um. Moin, 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 jetzt sind wir 16 Leute. Also, ja, sagt nochmal Hallo, ich stelle mal um auf euch. Hier haben wir Erik und Valerian und wir sind am Supercharger Leonberg und starten jetzt das Quiz. Ich würde also eine kurze erste Frage in den Raum werfen. Wer sofort weiß, der da soll es einfach sagen und dann es geht los. Wie heißt das Konzeptcar vor, oder wie hieß das Konzeptcar vor dem Taycan? Also das von Porsche, das Konzeptcar. Bevor Taycan genannt wurde. Hab ich Model, nein. Na? Also im Chat wurde schon zweimal richtig beantwortet. Mission E. Gut, das war zum Üben. Ich habe noch was anderes. So. Ah, ich muss kurz den Leuten hier winken. Tschüss. Ich hole den Zug genau. aber nicht. So, also Okay. gut, dann habe ich noch eine zweite Frage für dich. Kein Problem. So ähnlich. Oh. Deswegen schauen wir mal, wie hieß der ID.3 von VW ursprünglich? Sieht so aus wie ein E-Golf, was war nicht Ja, da er recht neu war. Na, wie heißt denn das so, wenn man neu, Matrix, Name? Evolution? Nein. Neo? Nee. Ja, Ja, Neo! Ah, natürlich! Richtig, ja! Oh, Erik, was war da los? Okay, Valerian hat okay. gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! So, Ich ziehe meine wenn Kappe. ich Erik gehe, am besten mal zu Danke. den Preisen rüber, Ja. zu dem Beutel, da kann er sich was raussuchen. Hier, wir haben einen großen Geschenkebeutel dabei. Genau. Hier macht das Da, Nächste also da ist Nächste einiges aus. drin. Comics, Bücher. E-Auto-Quartett. Ich schalte auf. Hier Ja, ist noch ein Beutel. genau, da ist ein Such dir was aus. e-tron. Ist das ein Mini-Roadster? Genau, das ist so ein Ja. Roadster. Genau, um den mal zu zeigen. Also hier ein Starman Roadster. Genau. Da kann man fast gar nicht anders entscheiden, oder? Wer dann? Perfekt, perfekt. Soll er dir sein? Und das war nicht der letzte. Ich habe nämlich, glaube ich, noch einen mit. Also, am nächsten Supercharger gibt es den noch zu gewinnen, je nachdem. Ein kleiner Side-Fact noch, Valerian, oh ja, Starman Comic, hat auch gerade hier sein Model 3 abgeholt in Stuttgart. Nee, Frankfurt, Ach, vorgestern. Frankfurt, vorgestern. Okay. Und zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Mal schauen, ob ich jemals wieder ein anderes Auto fahre, weil. Nein. Ist ein Performance-Modell, ja? Ist ein Performance-Modell. Ich habe mir jetzt sehr für die Autobahn mal auf lässig eingestellt. Wir haben die letzten 2 Tage mal geguckt, was er eigentlich kann. Dann Okay. hält man keine 400 Kilometer aus, aber man hat definitiv noch ein bisschen mehr Spaß. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles klar. Dann danke fürs Mitspielen auf jeden Fall.
Und ja, weiterhin gute Fahrt. Euch viel Erfolg. Danke, danke. Dann zieht als nächstes mal die 35 ab, ne? Ja, wir sehen uns. Mal sehen, ich schalte hier mal wieder um. So, ja, es sind hier noch sehr viele Ladesäulen frei. Also vorhin waren allerdings auch Model 3s hier noch mit am Start. Die sind jetzt schon weiter, wo ich nicht ganz verstanden habe, warum die nicht CCS laden, da die ja wesentlich schneller dort laden können. Aber ansonsten hier der Snellers Model 3 mit dem Fred ist da. Hier kommt ein Model X gefahren, die 39. Und ja, schauen wir uns mal hier vorne noch um. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Der Fred ist mit am Start. Ja, haben ja, ja, begrüßt ja, oder gesehen. Hallo. Richtig. Den kennt ihr ja von Ovis Videos. Und hier hallo. Haben wir noch den Peter. Genau. Das Model 3 fährt auch wieder. Genau. Und wie lange macht ihr noch hier? Was braucht ihr noch? Ein bisschen noch was von da, genau. Und euer Luft ist hinten runter. Ja, ja. Auch da müsst ihr mal aufkommen. Ja, genau. Also Indianertrick. Ja. Genau. Ja, ja, auf jeden Fall viel Erfolg euch. Ja. Danke. Danke. Standard Range bist du ja mit, du bist da bei uns mit in der Leistungsklasse. Ja, ich habe euch überholt. Ja, ja, wir haben dich schon vorbeirauschen sehen. Ja, okay. Ich konnte nicht mehr bremsen, ihr wolltet noch nach links, aber es ging wie... Du hattest in Sulzföhring schon geladen, oder? Ja, 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 ich hatte 289 schon drauf. Okay, okay. Das, ja. Ja, gut. Ja, du warst sportlich unterwegs. Ja. Grüße vom Peter, vom Ralf. Ja. Also so andersrum meine ich. Andere. Grüße vom Ralf an Peter. Ja, ja, genau. So rum. Genau. Machen. Und hier kommt noch eine Zoe gefahren, am Supercharger, weiß nicht, mal gucken, wo er lädt. Der sucht, gibt es hier hinten noch Ladesäulen? Ja, ich hatte schon eine Video gesehen. Okay, na, wer weiß, wo der hin will. Okay, ich schaue mal auf unseren Ladestand, bei euch weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns. Und ja, ich guck mal bei uns, wie das dann aussieht jetzt hier. Die Ladeleistung ist echt nicht gut. Erik macht ein verknittertes Gesicht, mal sehen. Also, ich stelle mal kurz um und wir haben jetzt hier noch 80 kW. Ja, tut uns leid, keine KmH-Anzeige, das stimmt. In Klims hätten wir das alles gehabt und hier haben wir es sehr stockend, wie es immer nachlädt, aber könnte besser sein, das stimmt schon, das stimmt schon. Es ist auf jeden Fall noch Potenzial gegeben. Ich habe was verloren? Nein, habe ich eigentlich nicht, nicht mein Puschel. Oh, und unser nächster Stopp ist eben Gramscharzer Wald oben. Dann ja, haben wir jetzt 164 Kilometer vor uns. Wir liegen jetzt schon bei einem minus 1%, also es geht hier bald weiter. Ladestand also 50% bis maximal 60%. Naja, eigentlich nicht so weit laden wir. Und dann geht es auch schon hier weiter. Genau. So der unser Plan also. Unser Plan ist zu gewinnen, habe ich gehört? Ja, 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 ja. Genau, genau. Okay. Ich stelle mal wieder um. So, genau. Also wie gesagt, so sieht's aus. Ein bisschen was gegessen haben wir auch. Ja. Sind soweit wieder fit. Und am nächsten Supercharger wird es dann auf jeden Fall schon wieder etwas enger. Hier in Leonberg ist es natürlich sehr geräumig alles. Dadurch, dass es 20 Stalls gibt, aber Gramscharzer Wald gibt es nur 8 und 4 sind aktuell schon belegt. Wir sind übrigens gerade 2 Minuten hinter der Zeit. 2 Minuten hinter der Zeit? Okay. Naja, wir brauchen schon noch ein bisschen. Wir sind jetzt bei 0%. Ich würde aber mal sagen, ja, danke, danke, mach's gut. Ciao, Valerian. Ja, danke Ralf, Mensch. 29 Leute im Stream, ordentlich, wow. Was los hier? Genau. Ich darf das nächste Mal immer so plappieren, ey. Neo, also hallo. Neo, ja, das ist, ich habe gedacht, das sind hier die einfachsten Fragen für dich. Also, ja, ist es auch. Mission I, wir reden ständig über Taycan Süß-Sauer, ja, genau. Aber Mission I fällt dir nicht ein. Echt? Ja, warum hast du denn dein Auto mitgebracht? Ich wollte meine ganzen Preise hier wieder mit heimnehmen, wisst ihr? Wie lange wir noch laden? Viel zu lang leider. Noch 5 Minuten. 5 Minuten, ja. Ja. Wir sind jetzt bei 52% ungefähr und ja, 5 Minuten geht es dann weiter. 2% zeigt er jetzt an. Also bei 5% können wir auch locker losfahren, denke ich mal hier. Was macht der denn da? Warum fährt er jetzt einen Verbrenner? Ah, seht mal. Ah, nee, der wendet nur. Ah, na gut. Okay, okay, der wendet nur. Oder? Na gut. Nee, da war hier rein. Ein Fan? Es nicht. Ein umgebautes? Nee, nein. Nee, der macht nur Krach. Der macht Krach. So, der wollte nur wenden. Na dann. Ach ja, was ich euch wieder zeigen kann, das letzte Mal, wo ich ja in Hort war, standen ja hier hinten, ne, auf diesen Parkplätzen die 2 Autos von dem Autohaus. Die heute sind es 2 andere. Also stehen wieder welche da, die es nicht so ganz wissen, wofür denn hier diese 4 Plätze freigehalten werden.
Und ja, so passiert es immer noch. Tesla sollte da vielleicht noch ein paar Schilder hinstellen oder so. Aber keine Ahnung, das wird sich dann auch mit der Zeit relativieren. Das nur mal zu zeigen, hier kommt noch Team Ironix. Die sind schon in Leistungsklasse 1 mit drin, haben natürlich auch ordentlich Sprutz drauf. Und ja, beim Einladen, beim Einparken, wird natürlich auch ordentlich auf die Tube gedrückt. Coole Folierung haben sie auf jeden Fall. Und da springt schon der erste raus zum Laden. Ladeport und da geht's los. Und los, einstecken wie einstecken. Ja, gib Gas. Und na, oh mein Gott, wertvolle Sekunden. Nein, das ist der falsche. Ach so. Ah, das muss der CCS-Stecker doch sein. Oh. Probier ruhig nochmal den Typ 2. Typ 2 war gut. Also, auch das kann passieren im Eifer des Gefechts, dass hier mal der Typ 2 Stecker genommen wird, oder nicht Typ 2 Stecker, im Prinzip die Typ 2 Bauform und anstatt des CCS. So, wie sieht es dabei aus? 3% noch? 2 Minuten. Also ja, dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns erstmal hier aus Leonberg und wir melden uns dann wieder Kramscharzer Wald beim nächsten Laden. Weil hier wird es nämlich auch voll jetzt. Genau, mit dem nächsten Quiz. Und ja, verfolgt uns auf der Karte. Guckt in die anderen Livestreams mal rein, lasst uns einen Daumen da und wir sehen uns. Und bis dahin, denkt elektrisch. Ist ja klasse, ja, genau. Wann sind wir dort? Was sagt das Navi? Wir gucken mal. Das Navi sagt 10.53 Uhr. 10.53 Uhr, ja. Kramscharzer Wald dann. Also bis dahin, ich beende jetzt den Stream. Bis bald.